beunruhigt mich sehr. Vor allen Dingen in Zukunft auf meine Enkelkinder. Also das macht mich wirklich wütend, was da passiert. Und dass da nichts unternommen wird vor allen Dingen. Ne? Das ist das Schlimme an der ganzen Sache. Wir brauchen neue Gesetze und strenge Gesetze. Ich fühle mich insbesondere als Frau auch in öffentlichen Verkehrsmitteln gerade nicht so sicher. Und ich glaube schon, dass das auf jeden Fall das Sicherheitsgefühl beeinflusst. Also, und auch natürlich dann auch die Wahl, weil natürlich dann die Leute anfangen zu polarisieren. Die Leute in der Ukraine, die können sich nicht sicher fühlen oder im Gaza oder in Israel. Aber ich fühle mich sicher. Klar, es kann überall passieren und auch zu jeder Zeit und man weiß es nie. Ich kann aber auch genauso von einem Auto, von einem 200 km/h schnell fahrenden Porsche erfasst werden. Ich selber bin auch Araber, ich bin Palästinenser. Und mich ärgert das wirklich immer sehr, wenn ich höre, dass Syrer, Afghaner oder allgemein Araber so etwas tun in Deutschland. Wo ich mich dafür schäme, weil ich denke mir so, wir können echt dankbar sein dafür, dass wir hier leben. Auch hier im Osten bekommt es ja mit, dass es ein bisschen anders läuft als im Rest von Deutschland. Ich denke schon, dass es da nochmal einen großen Push in die andere Richtung gibt. Die Problematik im AfD-Verständnis zu lösen, das halte ich auch für unmöglich. Die handelnden Personen aktuell sind ungeeignet, um das Problem zu lösen. Wir haben Angst. Wir können nicht mehr befreit quasi zu irgendeiner Veranstaltung gehen. Das hat der AfD in die Karten gespielt, ganz klar. Und auch das macht mich unsicher. Wenn hier Menschen leider Gottes sterben müssen, weil die Politik schläft, dann ist das für mich ein absolutes No-Go. Sorry. Frau Göring-Eckardt, wenn die Menschen hier sterben müssen, weil die Politik schläft, dann ist das für mich ein absolutes No-Go. Das war heute in Leipzig. Gab noch mehr von solchen Stimmen, die in die Richtung gehen. Wut auf die Politik aufgrund dieses Ereignisses. Können Sie das nachvollziehen? Ja klar, ich kann nachvollziehen, dass Menschen sich zusätzlich verunsichert fühlen. Diese furchtbare Messerattacke in Solingen hat dort Menschen getroffen, die sich eigentlich auf einem fröhlichen Fest getroffen haben und auch noch Vielfalt darüber geschrieben haben zu dem Stadtjubiläum. Und insofern, ja, wir machen das nicht gut. Wir machen das nicht gut mit dem Islamismus. Wir bekämpfen den zu wenig. Der findet statt auf TikTok und auf anderen Plattformen. Und es gibt viel zu wenige, die sich darum kümmern, dass wir da einen Riegel vorschieben. Das sind Hassprediger, die Leute radikalisieren. Wir machen das nicht gut mit der Polizei. Ich kann das nur mal so für den Bundeshaushalt sagen. Da fehlen 500 Millionen schlicht und ergreifend dafür, dass die Polizei anständig ausgestattet ist, die dann da wäre, um dafür zu sorgen, dass es Sicherheit gibt. Ich will aber auch eins sagen. Hier waren ja auch Menschen mit Migrationshintergrund in dem kleinen Take jetzt hier. Und wir sollten über den Mörder reden, der aus Syrien kam, den islamistischen Mörder. Wir sollten aber nicht über die Syrer reden. Das würde uns wiederum ins eigene Fleisch schneiden. Aus meinem Land kann ich sagen, 16% der Ärztinnen und Ärzte in Krankenhäusern haben Migrationshintergrund. Die meisten kommen aus Syrien. Der Laden bitte komplett zusammenbrechen. Und deswegen geht es darum, welches Land wollen wir sein? Wollen wir aufeinander losgehen oder wollen wir es miteinander viel, viel besser machen als jetzt? Genau darüber diskutieren wir heute. Frau Heuer, Sie sind in Brandenburg geboren, leben jetzt schon länger in England, beschäftigen sich als Autorin und Historikerin auch mit Ostdeutschland sehr viel. Sie sind deswegen beruflich auch immer wieder im Osten unterwegs. Was glauben Sie, verändert sich jetzt die Stimmung noch mal entscheidend in diesen beiden wichtigen Landtagswahlen, auch aufgrund so eines Ereignisses wie in Solingen? Also ich glaube schon, dass das noch mal eine Riesenrolle spielen wird, um einfach die Stimmung noch weiter anzuheizen, die ohnehin schon sehr, sehr hitzig und sehr aufgeregt ist. Aber ich glaube, es bringt nichts Neues dazu in der Hinsicht, als dass ich zumindest über die letzten Monate und Jahre jetzt auch schon tatsächlich auch immer wieder das Gleiche von den Menschen dort höre. Die Leute fühlen sich unwohler, die fühlen sich weniger sicher in ihren Städten. Und ich glaube, der Vergleich ist einfach noch viel extremer im Osten, als es im Westen der Fall ist, weil es durch Migration und sowas ja erst in den letzten paar Jahren sozusagen richtig losging in Ostdeutschland. Also der Vergleich zu, sagen wir mal, Dresden zum Beispiel in den frühen 90ern zu jetzt, das hat sich viel, viel mehr verändert, als das zum Beispiel in Köln der Fall ist. Und die Leute nehmen das auch so wahr. Und von daher würde ich schon sagen, das schiebt das jetzt noch mal eine Nummer härter an und wird sicherlich dann auch noch mal die Landtagswahlen beeinflussen. Mhm. Herr Bosbach, wir wissen inzwischen, der Tatverdächtige des Messerangriffs in Solingen, der hätte eigentlich abgeschoben werden sollen. Das hat nicht geklappt. Abschiebungen sind vorrangig Ländersache. Dass das nicht geklappt hat, ist das ein Einzelfall oder hat das System in Nordrhein-Westfalen?
Ich glaube nicht, dass das ein Einzelfall ist. Und Abschiebungen müssen ja sogar jedenfalls im Grundsatz angekündigt, angedroht werden. Und ich bin überrascht, dass wir gar nicht über den Normalfall sprechen. Wenn der Antrag rechtskräftig abgelehnt wurde auf humanitären Schutz, dann sind die Personen ausreisepflichtig. Dann sollten sie eigentlich freiwillig ausreichen. Das tun sie aber nicht. Dann wird die Abschiebung angedroht. Nur in besonderen Fällen muss sie nicht angedroht werden. Wenn sie angedroht wird, ist das für viele so eine Art Anstiftung zum Untertauchen. Dann ist die Frage, welche Mühe machen sich eigentlich die Behörden, diejenigen zu finden? Ein tragischer Fall, gar kein Zweifel. Aber wenn wir, das ist eine legitime Frage von Frau Göring-Eckler, welches Land wollen wir sein? Wir wollen Humanität auf der einen Seite und wir wollen Ordnung auf der anderen Seite. Wenn aber immer mehr Menschen das Gefühl haben, das erste klappt prima, aber das zweite klappt überhaupt nicht, dann kippt die Stimmung. Und es geht nicht um die philippinische Krankenschwester. Es geht nicht um den syrischen Arzt. Es geht nicht um den italienischen Pizzabäcker. Es geht im Kern um junge, bindungslose Männer aus bestimmten Regionen, aus dem arabischen Raum, Subsahara, Nordafrika, mit einer hohen Gewaltbereitschaft. Und wenn wir uns dieses Problems nicht stellen, wenn wir die Augen verschließen vor unübersehbaren Problemen aus lauter politischer Korrektheit, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn immer mehr Menschen das Vertrauen in die Politik verlieren. Mhm. Sie sind Bundestagsabgeordneter vom Beruf, aber auch Kriminalbeamter. Wie kann es sein, dass so offenbar so gefährliche Menschen wie der Mann sich einfach der Abschiebung entziehen können, indem sie nicht da sind, wenn die Polizei kommt? Das kann und will ich in diesem Fall nicht konkret beantworten, weil die Ermittlungen das ja erst noch alles zeigen müssen, was im Einzelfall da jetzt passiert ist. Die Welt ist nur leider Gottes eben, so wie sie jetzt ist, erheblich komplizierter. Und das, was Herr Bosbach sagt, wünschen wir uns alle. Ich erinnere mich, dass wir in einer Regierungskommission uns auch mit diesen Fragen in Nordrhein-Westfalen befasst haben, die schon einige Jahre zurückliegt. Es ist komplizierter. Ich habe mir von Ausländerbehörden in Essen erklären lassen müssen, selbst wenn sie jemanden nach Bulgarien, das war ja jetzt der Fall, ja abschieben dürfen, und er da wäre, brauchen sie ein halbes Jahr, bis Bulgarien überhaupt das akzeptiert. Also das funktioniert. Das ist nur ein Beispiel von zahllosen Beispielen, dass wir es mit realen Abschiebehindernissen zu tun haben. Das Größte ist übrigens das Folgende, dass wir nicht wissen, mit wem wir es zu tun haben, sozusagen. Und das ist natürlich ein Unding, was wir in keinem Rechtsstaat Europas eigentlich dulden dürfen. Da liegt sozusagen das Hauptproblem. Ich würde mich aber freuen, wenn wir vorne erstmal darüber sprechen würden, was die Herausforderungen zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus eigentlich sind. Da ist das, was wir jetzt hier besprechen, nämlich nur ein Teilaspekt. Wir müssen ja sehen, dass es sich um einen wiedererstarkten IS handelt in Afghanistan, Zentralasien, der im Internet, in sozialen Netzwerken radikalisiert. Ein Spiegeljournalist hat das mal Mitmachterrorismus genannt. Das heißt, die warten im Prinzip drauf, ob irgendwo einer vom Rechner anschließend zur Tat schreitet. Und das ist die ziemlich größte Herausforderung der Sicherheitsbehörden, so jemanden dann zu identifizieren. Das steht sozusagen neben dieser ganzen Asyl-, Ausweisungs-, Rückführungsdebatte, die unendlich kompliziert ist, bis hin zur Personalausstattung der Ausländerbehörden. Wie macht man es dann? Radikalisiert sich im Netz? Kevin Kühnert hatte was Ähnliches gesagt. Er hat gesagt, wir müssen Hassprediger gerade auch im Netz in den Blick nehmen. Wir müssen gucken, wie die Radikalisierung stattfindet. Frau Göring-Eckardt eben auch gesagt, das passiert auf diesen Plattformen. Was macht man da? Ja, auf vielen unterschiedlichen Ebenen arbeiten. Das ist zunächst einmal eine Aufgabe der Sicherheitsbehörden. Und natürlich, der Bundespräsident hat das richtig erkannt, brauchen wir hier Befugnisse für die Sicherheitsbehörden, allen voran den Nachrichtendiensten, um im digitalen Raum mit diesen Herausforderungen auch standhalten zu können. Das ist doch völlig klar. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Information in Form einer Bilddatei und da steckt eine IP-Adresse hinter. Ich bin in unserer Koalition einer derjenigen, der in jeder Runde, die die Union wieder anzettelt im Plenum, sagt, natürlich brauchen wir eine solche Speicherfrist, damit wir überhaupt in die Lage versetzt werden, überhaupt solche Informationen erheben zu können. Das ist eine Debatte von zahlreichen, die wir seit Ewigkeiten führen und wo mir ständig der Kragen platzt, weil wir natürlich jetzt in einer solchen Situation zu Recht diese dramatischen Ereignisse, und ich darf noch mal jetzt an die Angehörigen erinnern, wie die wohl jetzt diese Debatte hier gerade verfolgen. Wir führen diese Debatten ewig. Und ich habe ehrlich gesagt auch auf Deutsch gesagt die Schnauze voll davon, dass wir jetzt immer das große Wehklagen haben. Aber wir müssen sagen, wir brauchen leistungsfähige Nachrichtendienste und leistungsfähige Polizeieinheiten und Ausländerbehörden in Deutschland. Ansonsten können wir hier noch lange Reden schwingen, da wird das nicht funktionieren. Das Interessante ist ja,
Das Interessante daran ist ja, da würden Ihnen wahrscheinlich, Herr Fiedler, da würden Ihnen wahrscheinlich die meisten sogar zustimmen. Die Frage ist, wie macht man's? Es gibt noch einen anderen Vorschlag, den hat der Oppositionsführer Friedrich Merz gemacht. Er fordert einen Aufnahmestopp von Menschen aus Syrien und Afghanistan. Herr Bosbach, haben Sie verstanden, ob er jetzt einfach das Grundrecht auf Asyl aushebeln will? Artikel 16a Grundgesetz empfehle ich mal zur Lektüre. Habe ich gelesen. Wir hatten nach dem Fall der Mauer, nach der Wiedervereinigung, einen enormen Anstieg, sowohl an Spätaussiedler als auch an asylbegehrenden Drittstaatlern. Daraufhin wurde das Grundgesetz geändert. Und Artikel 16a war ja eine Ergänzung von Artikel 16, sagt grundsätzlich, gibt immer Ausnahmen, grundsätzlich, alle, die zu uns kommen über einen sicheren Staat, über gefestigte Demokratien, haben dort bereits Schutz gefunden. Die Bundesrepublik hat 9 Nachbarländer, 8-mal EU-Länder, gefestigte Demokratien und die Schweiz. Und in diesem Sinne, asylverfahrensrechtlich, sind die Schweiz und Norwegen gleichgestellt. Das heißt, die Menschen stammen möglicherweise aus Syrien, sie stammen möglicherweise aus Afghanistan, aber sie kommen über Demokratien, in denen sie aus unterschiedlichen Gründen nicht bleiben wollen. Und da stellt sich die Frage, warum wir die Verfahren nicht da durchführen, nach Dublin II, wo die Verfahren durchgeführt werden sollen. Herr Bosbach, das meint ja Friedrich Merz nicht, sondern er sagt, schreibt ganz explizit, Aufnahmestopp, ich kann es auch zitieren, ich habe es ja hier, nach Syrien und Afghanistan kann abgeschoben werden, weitere Flüchtlinge aus diesen Ländern nehmen wir nicht auf. Das heißt, wir nehmen nur noch Flüchtlinge aus anderen Ländern aus, aber sagen Syrer und Afghanen, die dürfen nicht kommen? Nach unserer Verfassung nehmen wir diejenigen auf, die noch keinen Schutz gefunden haben. Denn sie stammen aus anderen Ländern, kommen aber über sichere Demokratien. Das steht im 16a Grundgesetz. Jetzt gibt es seit Jahren lebhafte politische Debatten, inwieweit Dublin II und Dublin III unsere Verfassung überlagern. Ich habe mit Friedrich Merz nicht gesprochen. Ich gehe mal davon aus, dass er gesagt hat, wir haben eine völlig oder gemeint hat, wir haben eine völlig andere Situation in Syrien und in Afghanistan. Punkt 1, das Oberverwaltungsgericht Münster hat festgestellt, doch, es kann dahin Syrien abgeschoben werden. Bundesregierung, Auswärtiges Amt sagt, nein, schwierig. Afghanistan, Hunderte machen in Afghanistan Urlaub und kommen wieder zurück, obwohl sie aus Afghanistan geflohen sind als schutzbedürftig. Ob sie Urlaub machen? Ja, oder reisen dahin. Reisen. Sie reisen zumindest dahin. Bleiben wir vielleicht erst mal kurz bei dem Vorschlag von Friedrich Merz, Frau Göring-Eckardt. Die Ampel steht ja jetzt unter Druck, kann man schon so sagen, glaube ich. Dieser Vorschlag, den Friedrich Merz macht, Aufnahmestopp von Menschen aus Syrien und Afghanistan. Können Sie dem was abgewinnen? Nein, weil es pauschal ist. Und so funktionieren die Sachen nicht. Sie funktionieren nie pauschal. Wer sind die größten Opfer des Islamischen Staates? Die Jesidinnen, die wegen ihrer Religion, wegen ihrer Ethnie verfolgt werden. Wir haben im Deutschen Bundestag gesagt, es ist ein Völkermord, es ist ein Genozid. Sollen wir jetzt sagen, wenn die aus Syrien stammten, dann gehören die hier nicht her? Nein, das wäre vollkommen verrückt. Die dürfen auch in meiner Sicht nicht abgeschoben werden dorthin, wo ihre Mörder leben. Und deswegen sind es doch häufig diejenigen, die genau unter den Terroristen leiden, über die wir hier gerade sprechen, die zu einer weiteren Radikalisierung von jungen Männern, da bin ich dabei, die hier leben, beitragen auf massive Art und Weise. Und deswegen, das ist so in der Demokratie, ist schwierig. Man guckt sich nämlich Einzelfälle an und redet nicht pauschal. Und ich kann das Herrn Merz nur empfehlen. Er soll mal hingucken. Vielleicht hat er nicht so viel Kontakt zu dem Alltag in unserem Land. Ich habe vorhin über das Gesundheitssystem geredet, was zusammenbrechen würde. Es geht um viele andere. Und da kann man nicht sagen, um die geht es gerade nicht, sondern es sind genau dieselben Personen. Und deswegen müssen wir schauen, dass diejenigen, die sich radikalisieren, dass übrigens Straftäter abgeschoben werden, ja selbstverständlich, was denn sonst, dass wir darüber sprechen, dass die Behörden auch in der Lage sind, das umzusetzen, was längst beschlossen ist. Darüber spricht nämlich Herr Merz auch gerade. Das haben wir in diesem Fall, aber das haben wir eben leider auch in vielen anderen. Ja, da höre ich schon bei Ihnen raus, dass Sie Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien schwierig finden. Frau Esken, die Vorsitzende der Sozialdemokraten, Herr Fiedler, also Ihrer Partei, die sagt oder fordert, es müsse, ich zitiere, konsequente Abschiebung von Straftätern und islamistischen Gefährdern auch nach Syrien und Afghanistan. Ich habe von den Jesidinnen geredet, die unter den IS
Terroristen leiden. Und darauf lege ich wirklich Wert, dass wir die nicht abschieben können. Und ansonsten sind wir differenziert und gucken im Einzelfall. Ansonsten, dann frage ich direkt nach, sind Sie bereit, auch Gefährder und Straftäter nach Syrien und Afghanistan abzuschieben, Frau Göring-Eckardt? Ich finde, dass Straftäter abgeschoben werden müssen, ja. Und man muss sich anschauen, was bedeutet das? Wenn die nach Afghanistan abgeschoben werden, kann es sehr gut sein, dass sie dort nicht ins Gefängnis kommen, sondern gefeiert werden und dann relativ schnell wieder bei uns sind. Das halte ich für uns für gefährlich. Das sollten wir nicht riskieren. Aber natürlich haben die hier nichts zu suchen. Die haben ihren Status verwirkt, die haben ihr Aufenthaltsrecht verwirkt. Mhm. Aber Frau Göring-Eckardt. Herr Bosbach. Und dann Sie, Herr Bosbach. Sie sind abgeschoben. Sie haben gerade wortwörtlich gesagt, kann passieren, dass die relativ schnell wieder bei uns sind. So eine Kapitulationserklärung unseres gesamten Asylrechts. Nein, weil sie dort nicht ins Gefängnis kommen. Das ist genau der Punkt. Und deswegen sollten Sie lieber hier im Gefängnis sitzen. Da sind Sie nämlich sicher und tun nichts Schlimmes. Wir haben keine gemeinsame Grenze mit Afghanistan. Die haben wir nicht. Also kommen Sie über sichere, gefestigte Demokratien. Und wir sagen, es ist egal, woher ihr kommt oder ob ihr Schutz gefunden habt. Ihr könnt alle zu uns kommen. Das ist das. Ja, das haben Sie gerade gesagt. Das ist das eigentliche Problem. Sie möchten gerne das Argument die ganze Zeit spielen, aber das hilft uns hier nicht weiter. Wenn Sie nämlich wieder hier angekommen sind, dann müssen wir damit umgehen. Und davor habe ich Sorge. Ich möchte nicht, dass ein Straftäter wieder in Deutschland ist und wieder grausame Taten anrichtet. Das will ich nicht und das will ich verhindern. Das können die Leute von uns als Staat verlangen, dass wir ihre Sicherheit gewährleisten. Also genau darum. Sind Sie gegen oder für Abschiebung? Ich habe sehr deutlich gesagt, dass ich dafür bin, dass Straftäter abgeschoben werden. Dann müssen Sie mich jetzt hier nicht belehren. Herr Bosbach, das ist ja ein Stück weit komplexes Thema. Deswegen wollen wir da auch detailliert reingehen. Und ich möchte noch die Frage zu Ende stellen an Herrn Fiedler. Das war die Ausgangsfrage. Ihre Parteivorsitzende fordert eben gerade diese Abschiebung nach Afghanistan und Syrien. Bezogen auf den Tatverdächtigen von Solingen, darüber sprechen wir ja jetzt gerade noch, was hätte das gebracht, wenn das möglich wäre? Ich habe das vorhin schon versucht, deutlich zu machen. Es laufen gerade in den letzten Tagen Debatten durcheinander bis hin zu Messerverboten und so, die mit dieser Tat hier herzlich wenig zu tun haben. Das sind berechtigte Debatten, die wir seit langer Zeit führen. Der Kanzler hat das schon seit längerer Zeit gesagt. Ich selber habe das im Plenum auch schon gesagt. Selbstverständlich bin ich dafür, dass auch in diese Länder abgeschoben wird. Jetzt kommt aber sofort wieder der Nachsatz. In der Praxis ist es eben nun nicht so leicht, wie wir uns das alle wünschen würden. So, das muss man eben auch dazu sagen. Das war spannend, ich weiß, aber es wird noch spannender. Guckt euch die ganze Diskussion in der ARD-Mediathek an.